Beim Landeshauptstadtball 2013 war sehr vieles neu und so präsentierte er sich damit heuer als Ball der Superlative. Viel größer, mit mehr Musikgruppen, einer zweiten Disco, Tanz- und Showeinlagen. Die Besucher dankten es den Veranstaltern. Es gab mit an die 6000 Personen einen Besucherrekord. Es ist wirklich eine noch bessere Stimmung, habe ich den Eindruck, als in den letzten Jahren. Und es war auch die Eröffnung eine sehr fulminante. Und ich denke, so viele zufriedene Menschen, die sich freuen, die sich wohlfühlen, findet man selten an einem Platz. Das Jahr beginnt sehr beschwingt. Geht es so weiter heuer? Das Jahr hat schon beschwingt begonnen mit dem ersten Jänner, mit dem Neujahrskonzert. Festspielhaus, es geht beschwingt weiter, aber es geht auch ernst dazwischen weiter. Und das ist halt wieder das richtige Leben. Einmal heiter, einmal lustig, einmal auch wieder sehr ernst. Und bestimmt, das ist die niederösterreichische Melodie. Geht's im Heuringer so weiter? Ja sicher, wir haben schon einen schönen Schwung mitgenommen die letzten paar Tage. Und der Ball ist ein weiterer Höhepunkt. Also ich gehe davon aus, dass dieser Schwung, anhält. Ich glaube, dass die Menschen generell 2013 gut drauf sind. Das sieht man nicht nur hier, sondern es bewegt sich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass das Jahr 2013 ein sehr, sehr interessantes Jahr auf allen Ebenen wird. Ich hoffe, dass es so weitergeht und ich hoffe, dass vor allem das, was mein Ressort betrifft, dass wir die guten Wirtschaftszahlen, die niedrige, relativ niedrige Arbeitslosigkeit, aber was vor allem wichtig ist, die wahnsinnig hohe Beschäftigung, dass das so weitergehen wird. Es zeichnet uns in Österreich aus, dass wir uns trotz der einen oder anderen Problematik das Leben nicht verdrießen lassen. Wir müssen die Probleme, die auf uns zukommen, und die gibt es immer wieder, die müssen wir lösen, aber keine Angst davor haben. Und da ist es manchmal auch notwendig, dass man sich gemütlich zurückzieht und hier auch einmal mit Freunden sich trifft. Eigentlich schön zu sehen, wie viele Menschen sich hier treffen, Menschen aller Altersstufen, die miteinander ein bisschen feiern, den Fasching miteinander begehen, und ich denke, es wird ein gutes Jahr. Wir haben heuer ein abwechslungsreiches Jahr, wie wir wissen, und da ist schon gut, wenn man ein bisschen beschwingt in dieses neue Jahr geht, und hier in St. Pölten, der Hauptstadtball, ist einfach die beste Gelegenheit. Wir haben kein Problem gehabt, hier die zusätzlichen Kapazitäten zu füllen. Und ja, ich denke auch, weil für jeden Geschmack etwas dabei ist, sowohl musikalisch als auch bei Essen und Trinken. Und das gehört bei einem österreichischen, bei einem St. Pöltener Ball dazu.